Derek hat großen Hunger bekommen. Das kommt jetzt unerwartet. Hier haben wir noch Rationen. Gut. Ich dachte schon, wir müssten jetzt wieder raus, um jagen zu gehen. Das wäre doch ein wenig ärgerlich gewesen. So, Talana auch. Jallen. Das schaut eng aus. Na gut, gucken wir uns hier kurz in dem Eingangsbereich um. Mit Gewänden in der ersten Reihe. Und dann werden wir wohl übel einen kleinen Abstecher nach draußen machen und einmal um die Insel rumlaufen müssen. Jetzt wissen wir ja ungefähr, wo die Höhle ist. So, du hast die Glaskugel noch, sehr gut. Dann gucken wir mal. Vor euch ist ein Loch in der Wand, wollt ihr hineingreifen? Nein. Da zittert Derek schon, wenn er das sieht. Noch ein Loch? Nein. So, ein großer Raum und eine Nische. Vor euch liegt die Leiche eines toten Zwerges. Was macht denn so weit draußen ein Zwerg? Es sind keine Verletzungen zu erkennen. Sein Gesicht ist jedoch schmerzverzerrt. Wir können jetzt wieder die Leiche untersuchen. Das ging letztes Mal ja nicht so gut. Oder gleich einen Segen für den Toten erbitten. Da Leiche untersuchen anscheinend automatisch Leiche plündern meint und nicht gucken, woran er gestorben ist, erbitten wir diesmal gleich den Segen. So. Könnt nichts entdecken, was für euch von Interesse wäre. Na gut. Dann haben wir da den großen Raum. Da trinke ich doch glatt vorher mal einen Zaubertrank. So, du bist noch fast voll. Gullmondblätter. Die schon fast wieder vergessen. Und die gehen auch langsam zur Neige. So, du noch. Das kommt mir echt so ein bisschen wie ein Aufputschmittel jetzt vor. Also die Heldengruppe steht vor dem Eingang zu irgendeinem Bereich, der gefährlich sein könnte. Die pfeifen sich jetzt erstmal Kautabak rein. So. Dann schauen wir mal. Zup, zup. Oh, und es ist gar kein so großer Raum. Es ist eher, ja, eine Höhle, wie sie schon im Text hier unten andeutet. Was haben wir hier oben? Nix. Gucken wir uns erstmal im oberen Bereich um. Noch eine Nische. Oh. Piraten? Okay. Gucken wir, wie viel die aushalten. Damit hätte ich jetzt irgendwie nicht so wirklich gerechnet. Aber es macht Sinn, gerade auf so einer abgelegenen Insel. Es ist eine super Stelle, um ein Schiff zu verstecken. So, wo steht Talana? Talana, geh mal. Ja, bleib einfach da stehen. Abwarten. Also war das Ganze vielleicht kein richtiger Drache, sondern nur ein Drachenschiff. Aber ich glaube, so eine volle Wechselung würde kein Torwaller machen. Das wäre schon ganz schön lächerlich. Nee, nee, nee. An den Gerüchten muss irgendwas anderes sein. Derek, geh mal da rein. So, du hilfst da oben aus. Du gehst dahin. So, und wir dürfen jetzt keinen von denen fliehen lassen. Denn die haben irgendwie die Eigenschaft, dass sobald sie abhauen, mit Verstärkung wiederkommen. Das haben wir oft genug in Dasputa gehabt. Und da waren das ja nur Piraten. Du rauf da, du rauf da. Und du musst mal einen Schritt zurückgehen. Genau. Das ist echt ungewohnt, Derek so wenig Schaden machen zu sehen. Aber es liegt ja daran, dass er jetzt den Silberstreitkolben in der Hand hat. So, du bleibst da hinten einfach stehen. Du gehst mal da rum, damit Mürrim weiter schießen kann. So, jetzt kommt schon ein guter Treffer noch und... Oh, er flieht. Mist. Okay, ganz schnell. Da runter. Und du stehst falsch, richtig? Ja, ein Punkt fehlt. Hätte ich vielleicht vorher ein bisschen besser positionieren sollen. Aber na gut. Hoffen wir das Beste. Und selbst wenn Verstärkung kommt, dann mischen wir die halt einfach auf. Das passt schon.
So, Mürrim. Nicht direkt anschießen. Du dahin, den anschießen. Und der sieht so aus, wenn er auch gleich fliehen wollen würde. Okay, jo. Girugon kommt da nicht hinterher. Außer er ist gleich nochmal dran. Mit etwas Glück, genau. Ein Schritt noch. Und wie es sich gehört, den Rücken geschossen. Und hat nicht gereicht, also schade. Abwarten, abwarten. Na, du versuchst mal sehr zu rennen. Oh. Ah, ist doch mal schick. Wir haben jetzt echt so viele Gelegenheiten gehabt, die noch zu erwischen. Und keine klappt. Jetzt ist sogar Tirek nochmal dran und trifft auch nicht. Mann. Und weg ist er. Na gut, wir haben 3 Lederzeug und 3 Entermesser. Piraten also. Dann wird wohl kaum ein richtiger Drache hier sein, wenn sich hier Piraten einfach so rumtreiben können. Außer die arbeiten für den Drachen. Was aber ziemlich ungewöhnlich wäre, oder? Na gut, vielleicht kann er bei seinen Handlangen nicht ganz so wählerisch sein. Und ja, wir haben alle großen Hunger. Verändern sich die Werte schon irgendwie negativ? Oh, er ist echt strohdumm und hässlich. Aber ja, das meinte ich eigentlich nicht. Nö, schaut soweit gut aus. Trotzdem sollten wir nicht allzu lange hier drin bleiben. Oh, Talana verspürt einen plötzlichen Schmerz und sackt zusammen. Nach kurzer Zeit kommt sie allerdings wieder auf die Beine. Oh. Yalen, mach mal ganz kurz was. Heilkunde Wunden, Talana, 10 Lebensenergie. War das jetzt irgendeine Falle oder war das wegen dem Hunger? Aber der Hunger dürfte eigentlich nicht so viel Schaden auf einmal verursachen. Oh, ein Pirat und ein großes Schlachtfeld. Das glaube ich doch nicht. Du... dahin. Du dahinter. Den versuchen wir jetzt mal ganz schnell mit 1, 2 Zaubersprüchen niederzustrecken. Und du hältst da mal den Rücken frei. Und du gehst dahin und schießt diese Runde und nächste Runde kommt ein Fulminictus. Du hältst immer noch den Rücken frei, du gehst da mal weg. So. Zaubern. Kampf Fulminictus. 14, oh, ist okay. Hat jetzt schon 23 Schaden genommen. Und Fulminictus hinterher. Zack. Dolch, Lederzeug, Entermesser. Nein, auch nur 6 Abenteuerpunkte. Du trink mal ein Pfund Talanas. So. Da geht's lang, da geht's lang. Oh, nochmal ein einzelner Pirat. Das ist ja komisch. Geh mal da hin. Du hältst dir den Rücken frei. Dass irgendjemand, der als Verstärkung kommt, erstmal ihn angreifen muss. Und du... dahin. Du da... dahin. Du gehst einfach hier immer in die Ecke. So. Abwarten, abwarten. Kannst du von da aus treffen? Ich glaube... ja, doch, ist richtig. Angriff. Zack. Und diesmal schmeißen wir nicht in Fulminictus. Wir warten einfach ab und gucken, ob überhaupt Verstärkung kommt oder nicht. Wir sollten nicht ganz so mit unserer Astralenergie um uns werfen. Wer weiß, was hier unten noch alles auf uns wartet. Oh, schöner Treffer mit Tirek's alter Axt. So, Dolch, Lederzeug, Entermesser. Nein, 6 Abenteuerpunkte. Ja, das kennen wir schon irgendwie. Was haben wir hier? Eine kleine Vorratskammer vielleicht? Nee. Wenig abgeschlossene Räume.
Okay, da war einer. Die Nische hier brauchen wir noch. War das die Nische? Ja, das war die Nische. So. Chup, chup. Okay, da müssen wir jetzt den oberen Bereich komplett erforscht haben. Jo. Oh, Symmetrie. Das ist nicht gut. Das ist auf keinen Fall eine natürliche Höhle. Und es scheint auf ein größeres... Ah, so viel zur Symmetrie. Ich wollte gerade sagen, ich hätte mir gut vorstellen können, dass denn hier unten irgendwie ein riesiger Raum ist oder so. Aber schauen wir mal. Ein Stein in der Wand scheint lose zu sein. Wollte ihn entfernen. Ich weiß nicht. Aber ja, vielleicht ist er irgendwie ein Durchgang oder dergleichen. Ja, wollen wir. Gwenne verspürt einen kurzen Schmerz. Hat den Stein dann aber in der Hand. Dahinter ist ein Loch. Wollte hineingreifen. Das müsste jetzt ein anderes Loch sein als das, das wir in einer bestimmten temporalen Anomalie getroffen haben. Also kein Rattenloch, also greifen wir mal hinein. Das Loch ist leer, aber Gwendolyn hat sich leicht die Hand verletzt. Ja, aber kein Wundfieber. Sie wurde ja auch nicht gebissen. Ja, okay. Also war das echt nur ein lockerer Stein. Oh, schon wieder. Ja. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Komisch, komisch. Da lassen wir nochmal jemand anderen reingreifen. Nö. Auch sie findet nichts. Ah, okay. Man kann ja auch nicht erwarten, immer irgendwo irgendwas zu finden. Vor euch auf dem Boden scheint eine Trittplatte zu sein. Sie ist fast nicht zu erkennen und ihr habt es nur eurer ausgeprägten Sinnesschärfe zu verdanken, dass ihr sie entdeckt habt. Wollt ihr versuchen, sie außer Kraft zu setzen? Ja, eigentlich würden wir sie gerne einfach umgehen. Aber die Option haben wir anscheinend nicht. Also ja. Oh, hat geklappt. Schöne Sache. Aber Fallen sind kein gutes Zeichen. Ah, okay. Einfach vorsichtig weiter. Vor euch in der Wand befinden sich drei Löcher etwa auf Gürtelhöhe. Ah ja, da wären wahrscheinlich die Bolzen rausgeschossen gekommen. Hätten wir die Platte da hinten nicht entschärft. Und was haben wir hier? Eine Abzweigung? Oh, eine Sackgasse? Das glaube ich doch nicht. Vor euch steht eine Statue mit Opferschale. Wollt ihr etwas Geld hineinwerfen? Es wäre hilfreich zu wissen, was für eine Statue es ist. Aber machen wir einfach mal ja. Wie viele Silberstücke wollt ihr hineinwerfen? Unsere normalen Spenden waren immer so 50 Dukaten. Also machen wir das hier auch einfach mal. So. Das Geld löst sich einfach auf, als es in die Schale fällt und eine sonore Stimme ertönt. Versuche niemals, einen Drachen reinzulegen. Ja, nee, das hätte ich, glaube ich, auch gar nicht versucht. Die sind nämlich ziemlich pleatsch. Aber anscheinend gibt es wirklich einen Drachen. Okay. Wir könnten wieder etwas spenden. Was sagen denn unsere Münzen? 55 Dukaten jeder. Das heißt, wir haben 330 Dukaten. Na gut, spenden wir nochmal. 500 Silbertaler. Versuch niemals einen Drachen reinzulegen. Ja, okay. Das wussten wir irgendwie schon. Also zurück. Wir setzen sie wieder außer Kraft, schaffen es diesmal aber nicht. Gerogon hat großen Hunger. Jalen hat großen Hunger. Ja, wir müssen raus hier. So. Dann gehen wir kurz raus, laufen einmal um die Insel, jagen ein wenig und kommen dann wieder. So, ja, tu etwas, sie sind einfach hungern. Hier gab es doch bestimmt ein Gasthaus. Golf von Bremen. Nicht besonders lecker, aber wenigstens haben wir was zu essen bekommen. Ein richtiges Gasthaus gibt es hier aber nicht. Nur eine Taverne. Schade. Na gut, dann... auf welcher Seite war die Höhle?
Ich glaube im Osten. Ja, hier rasten wir mal, stellen unsere Wachen auf. Oh, wir sollten Möhren wieder in die erste Reihe stellen. So. Dann jagen wir nochmal. Also wir sind zwar nicht mehr hungrig, aber ein paar Rationen könnten wir gebrauchen. Wasser und was Essbares. Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal kurz jagen. Kräuter suchen? Nix. Drei Rationen. Ja, ein bisschen mau, aber na gut. Oh, wir werden wahrscheinlich gleich neue Gulmornblätter essen müssen. Also entweder habe ich zu spät gewechselt, oder es war doch auf der anderen Seite. Das ist der Hafen. Niam, niam, niam. Ah, es war in der Mitte, okay. So, und da wären wir wieder. Also zum Hauptkorridor. Hier, dann runter. Autsch. Terek ist jetzt auch gerade wieder zusammengeklappt. Das war an der gleichen Stelle. Also ist das wohl wirklich eine Falle. So, und hier geht es jetzt weiter, richtig. Oh, die erste abgeschlossene Tür. Da sollten wir nochmal wieder Gwendolyn vorschicken. Klick. Keine Piraten. Kein Drachen, den man allein reinlegen könnte. Oh, plötzlich wächst vor euch eine schreckliche Gestalt aus dem Boden. Mit ohrenbetäubendem Gebrüll kommt die riesige Gestalt auf euch zu. Ihr könnt kaum eure Waffen festhalten vor Angst. Wollt ihr den Dämon dennoch bekämpfen? Ja. Ein Hashtag. Da ist jetzt irgendwas schief gelaufen. Oder er hatte Angst vor Talana. Eins von beidem. Die Kampfmusik ist immer noch an. Na gut. Wenn selbst Dämonen inzwischen vor uns fliehen, soll uns das recht sein. Wir gucken uns weiter um. Da geht's runter. Sehr schön. Gucken wir noch kurz hier oben zu Ende. Oh, ein großer Raum. Was mache ich da mal? Da speichere ich doch mal. Speichern, LP 80 und wir sehen uns gleich wieder.